Ja, willkommen zurück. Und jetzt befinden wir uns am Emerald Lake und wollen einmal gucken, dass wir hier den Mais ernten, den goldenen Mais, und dass wir uns einmal mit der Tischdekoration beschäftigen und die entsprechenden Icons einsammeln. Den Mais zu finden, das ist in der Tat nicht schwer hier. Man startet quasi mit dem Mais direkt vor der Nase. Dann springen wir auch gleich mal in unser Frankenboot. Erstmal den Anker lichten. Und rudern einmal rüber zu den Rosen. Zack. Sammeln wir die einmal ein. Und zack. Die haben wir auch. Ja, hier mitten im Schilfgras versteckt sich dann auch etwas. Zack. Somit haben wir einmal die Kugelsimse. Eins von sieben. Hier sind nochmal weitere Seerosen. Auch gleichzeitig auf die Kugelsimse achten. Da die wirklich ziemlich unauffällig ist. So. Da haben wir die auch einmal. Oh, die Kugelsimse ist wirklich ziemlich unauffällig, aber sie verrät sich ein bisschen dadurch, dass sie so wackelt. Eine sonderbare Animation inne hat. So, da sind die nächsten Seerosen. Ja, von den. Fangen Sie welche Schale? Naja, was das jetzt wieder für eine skurrile Übersetzung ist, das werden wir, denke ich, auch noch herausfinden. Aber erstmal pflücken wir noch die restlichen Seerosen. So, und da haben wir die nächste Kugelsimsel. Und da ist die nächste Kugelsimsel. Zack. Und da ist noch eine Kugelsimsel. Da kommt die vorletzte Kugelsimsel. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir die Schalen angeln müssen. Und die letzte Kugelsimsel kann ich auch schon im Voraus ausmachen. So, zack, damit haben wir die letzte Kugelsimsel. Und auch hier gilt wieder, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich sehe auch gerade, es gibt hier eine Kugelsimsel mehr, als man sammeln müsste. Und zwar hier. Mal gucken, ob das noch irgendeinen Einfluss hat. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt diese Schale angeln. So, jetzt weiß ich Bescheid. Ich habe einmal auf Englisch gewechselt. Catch some shells. Ja, dass damit Muscheln gemeint sind. Vielleicht auch Muschelschalen. Ist jetzt klar. Aber sammeln Sie oder fangen Sie ein paar Schale? Naja. Jo, und da habe ich auch schon die erste Muschel. Beziehungsweise Schale. Man kann auch sagen Schnecke. Dann mal ein bisschen dichter am Ufer werfen. Hä? Fange ich jetzt einen Fisch beim Einschleppen? Das wäre jetzt witzig gewesen. So, jetzt hat es beim Einschleppen geklingelt. Und tatsächlich, da zuppelt irgendwas. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja. Okay, Black Crappie. Ja, nice. Also, man kann auch durchaus einschleppen. Einfach den Köder durchs Wasser ziehen und sobald die Glocke anfängt zu bimmeln, den Köder in Ruhe lassen, bis der Fisch richtig gebissen hat. Das habe ich tatsächlich vorher auch noch nicht gewusst. Oder vorher auch noch nicht im Fishing Planet erlebt, dass das so möglich ist. So, jetzt habe ich mal die Position gewechselt. Ah, jetzt haben wir natürlich einen Ast. Jetzt werfe ich mal ab und zu so ein bisschen hinter diesen Holzstamm, in der Hoffnung, dass ich dort ein paar mehr Hänger haben werde, die vielleicht dann auch mal ein bisschen diese Muschel bringen. Dann haben wir den nächsten Hänger. Mal gucken, was wir diesmal haben. Naja, ein Hänger muss ja irgendwann mal wieder klappen mit der Muschel. Ah, aber das sieht auch wieder schlecht aus. Langsam wird's müßig und zieht sich ganz schön. Ah, endlich, endlich, endlich. Einmal nach Hause gereist und
Einmal noch eine Spinnrute geholt und einen Wobbler dran gehängt. Nach gefühlt 1000 Würfen endlich wieder die erste Muschel dran, ne? Tja, und nebenbei noch den Müllsammler. Wobei ich mich frage, warum eine Muschel als Müll gilt. Ja, nebenbei habe ich mir jetzt schon was zu essen gekocht, da das Ganze hier doch sehr langwierig wird. Ja, wollen wir mal eine Wette abschließen, was dran hängen könnte? Haben wir jetzt die Muschel? Haben wir jetzt nicht die Muschel? Ha! Sau geil. Super. So, ich zeige euch jetzt noch einmal, wie ich das jetzt gemacht habe. Jetzt zum Schluss ging es doch tatsächlich relativ schnell. Wie gesagt, ich habe einen Wobbler benutzt. Sehr schön. Und dann immer so in diesen Bereich reingeworfen. Die Position seht ihr ja hier. Und wichtig ist es halt, möglichst viele Hänger zu generieren. Dann eingekurbelt. Ja, und dann immer gehofft, dass es einen Hänger gibt. Das, was man sonst eigentlich nicht haben will. Und dann kann man sagen, hat man eigentlich eine relativ hohe Chance, tatsächlich dann auch die Muschelschalen dran zu haben. So, damit haben wir die Aufgaben am Emerald erstmal erledigt. Und damit reisen wir jetzt wieder zum Lone Star und werfen alles in unseren Körbchen. Ja, und wieder einmal, wie von Zauberhand, sind wir hier am Lone Star Lake. Dann werden wir das Ganze einmal hier am Korb abgeben. Zack, und damit haben wir auch diese Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sollte dem so sein, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen. Und in der nächsten Folge werden wir dann einmal die Maisernte abschließen. Hier zum Schluss nochmal einen wertvollen Tipp von Fishing Planet. Tipp: Raubfische verstecken sich oft in Schilf, Algengruppen und hinter Hindernissen. Verbringen Sie Ihren Köder in Ihrer Nähe, aber achten Sie auf Haken.